sind bei Hamburg Olé und das ist jetzt die dritte Olé-Veranstaltung in diesem Jahr und natürlich ist auch Jürgen Drews dabei. Servus. Ja, dass es immer noch heißt, natürlich ist auch Jürgen Drews dabei. Finde ich irgendwie witzig. Es ist geil, macht mir Spaß und dass ich das überhaupt noch darf und auch rein physisch noch kann, hallo, kann ich da eben da oben doch danken. Also ganz ehrlich, wenn ich mir andere Leute ansehe, die in deinem Alter sind, da hat man oft das Gefühl, wenn die in Rente gegangen sind, dann werden sie alt. Und ich meine, du gehst halt nicht in Rente. Hilft das irgendwie, um jung zu bleiben? Ich glaube schon. Ich meine, es muss ja was dran sein, dass man das immer wieder hört. Der ging in Rente und auf einmal wurde er dick und alt und irgendwann war er nicht mehr gesehen. Es sind die ewigen Jagdgründe übergegangen. Deswegen scheue ich mich davor, aufzuhören. Warum auch? Es macht mir ja Spaß. Ich bin ja nicht nur on Tour, sondern ich bin immer wieder schnell zu Hause. Ich habe gestern die NDR Talkshow gemacht mit Barbara Schöneberger und so weiter und so fort. Also bin gestern schon nach Hamburg gekommen, von Münster. Heute mache ich 3 Termine, diese großen, aber nur immer Kurzauftritte. Und dann fliege ich morgen früh von Dresden schon wieder zu Ramona, habe dort Fernsehen am Montag, wie auch immer, deswegen kann ich nicht auf die Insel, aber wie auch nach Mallorca, aber wie auch immer, bin ich mit Ramona wieder zusammen, ist wieder alles okay. Und so mache ich das immer. Das höchste der Gefühle sind 3 Tage, wo ich nicht mit Ramona zusammen bin, aber das ist selten, meistens immer nur 2 Tage. Und dann ist das okay. Dann ist das eine schöne Abwechslung, weil rein privat, das habe ich schon Milliarden mal erzählt, bin ich kein geselliger Typ. Bin ich ruhig und so, wir beide, Ramona und ich, wir verstehen uns unheimlich gut, lachen sehr, sehr viel, haben Spaß mit unseren 3 Hunden und Ramona reitet. Ich sitze bei mir im Studio, versuche immer mir noch was auszudenken, weil ich denke, vielleicht schaffst du es ja nochmal, einen guten Hit zu machen. Vielleicht, 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 hat ja mit sehr vielen Unwägbarkeiten zu tun. Und es macht mir einen verdammten Spaß, das zu machen. Deswegen der Frage immer begegnet, wie lange wollen Sie es noch machen, Herr Drews? Bis mich entweder keiner mehr sehen will oder mich meine Gesundheit dazu zwingt, aufzuhören. Ich bin davon überzeugt, das wird noch einige Jahre dauern. Viele Jahre. Ich habe heute noch ein völlig anderes Thema, was wir noch nie gemacht haben. Ich habe hier einen Eimer mit Fragen. Fragen, die ich selber zwar irgendwann mal gesehen habe, aber ich weiß nicht, welche du da rausziehst. Du darfst jetzt einfach mal rausziehen und dann spontan darauf antworten. Ach du Schande, ich gerade und spontan. Ich bin ein so unspontaner Typ, das ist fürchterlich. So, ich habe hier irgendwas, habe ich jetzt 2 oder habe ich einen? Der ist nur so lang. Der ist nur richtig lang. Welche Fähigkeit hättest du gerne? Nicht immer alles zu glauben, was man mir sagt, tue ich immer noch im hohen Alter. Das wäre sehr, sehr gut. Das würde auch meiner Tochter sehr viel helfen, die gerade in den USA ist und immer alles glaubt, was man ihr sagt. Wer hat denn gerade geheiratet? Sag schon mal, Königshaus. Maggie, wie heißt sie? Megan und Und die Mutter von der Megan, die hat sich urlange mit Jolina in Los Angeles unterhalten. Und die Jolina wusste erst nicht, wer das ist. Und sie hat aber den Namen, die haben Adressen ausgetauscht und so und wollen sich wieder treffen. Und Jolina googelt das und sagt, das ist ja die Mutter von der. Und das passiert natürlich nur in Los Angeles. Aber zu Jolina mal, was ich gerade sagte, ich möchte die Fähigkeit haben, nicht alles zu glauben. Und ich habe leider der Jolina das vererbt, immer alles schnell zu glauben, was mir anbietet. Wir haben ihr eingeimpft. Bitte. Wenn es dazu kommen sollte, vielleicht ist es ja so, dass irgendeiner dir einen Vertrag anbietet, wie es bei mir in den USA mal war, ehe du unterschreibst, sie hat jetzt schon von einem guten Freund von mir, einen guten Rechtsanwalt aus Los Angeles, und den werde ich nochmal überprüfen lassen mit einem richtig guten Rechtsanwalt auch hier in Deutschland, der aber auch viel mit USA zu tun hat, vorher nichts unterschreiben. Und deswegen, diese Fähigkeit wäre wichtig, nicht alles zu glauben. Und die wünsche ich mir. Immer noch im hohen Alter. Du dürftest dir, wenn wir noch einen Augenblick Zeit haben, noch eine ziehen. Bin gespannt, was da jetzt kommt. Freut ihr euch schon, dass ich da was rumkrabbel hier?
Ich höre gerade im Hintergrund, reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab. Das Mickey Krause singt schon auf der Bühne. Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag lang tauschen? Oh. Doch, ich kann es dir sagen. Es hat überhaupt nichts mit dem Business zu tun. Ich habe, weiß wie oft, schon zu Ramona gesagt, Engel, lass uns doch mal tauschen. Ich möchte mal du sein und du bist ich. Dann kann ich mich auch mal vielleicht ein bisschen besser beurteilen und mir dann anhören oder mir dann selber sagen, was macht der Typ eigentlich alles? Und umgekehrt würde ich dann vielleicht deine super Art, die du drauf hast, aber die sehr pragmatisch, Ramona ist eine Pragmatikerin, würde ich dann drauf haben. Also das würde mich wirklich interessieren. Einfach mal tauschen. Inklusive Reiten gehen? Inklusive Reiten gehen, obwohl, wie gesagt, ich bin einmal, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt irgendwann, ich bin einmal richtig vom Pferd gefallen. Wir hatten eine Zeit lang mal drei Pferde, eins für Julina, eins für Ramona und eins für mich, und das ist ein Quarter Horse. Und Ramona sagte immer, pass auf, der hat eine Phobie, was Esel angeht oder kleine Ponys. Und ich sitze zum Glück, steige ich aufs Pferd in Turnschuhen, ohne Armierung, ohne Helm. Und Ramona schreit noch, setz dich doch nicht auf das Pferd jetzt. Bist du wahnsinnig? Du bist noch nicht armiert. Also ich bin noch nicht, brauchst du einen Rückenprotektor und so weiter und so fort. Ich sage, ich will doch nur mal ganz kurz checken. Sitz kaum drauf. Da kommt irgendein Mädel mit einem Pony an. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Und der Quarter Horse ist wie ein Porsche. Die starten wie bekloppt. Und ich bin in gerader Haltung runter auf den Rücken. Das kann ganz schnell eine Querschnittslähmung bedeuten. Und Ramona hat nur noch geschrien. Die Leute, die das von vorne, aus der Nähe sahen, die haben gesagt, ja, gleich Krankenwagen. Ich bin aufgestanden, nichts. Oh, hab ich ein Glück gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich reite nicht. Nee, mach mal lieber Ramona. Und habe auch immer Angst, wenn Ramona auf dem Pferd sitzt. Und bin froh, dass Jolina, die angefangen hat, wirklich schon richtig gut auch zu springen, die hat auch so ein Pferd gehabt, dass die nach dem Abitur gesagt hat, nein, ich kümmere mich nur noch um Musik. Und das Reiten kann ich ja. Wenn ich das mal für einen Film brauche, für irgendwas, könnte ich es ja machen. Aber sie hat aufgehört. Ne? Also mit Ramona tauschen einen Tag lang. Das ist auf jeden Fall, aber dann ohne Reiten. Dann ohne Reiten. Aber ist doch witzig, oder? Definitiv. Ja. Ich danke dir. Ich wünsche dir gleich einen schönen Auftritt und bis demnächst. Alles Liebe. Tschüss.